Klingeling. Hier kommt der Weihnachtselch. Nicht der Weihnachtsmann. Nein, hier kommt die Margit mit einem neuen Adventskranz-Video, mit einer neuen Adventsidee, weil ich sprühe vor lauter Adventsideen, wie ihr merkt. Und heute habe ich mal mein Deko-Elchi, meinen schönen Filz-Elchi auch mal mit bemüht. Ich habe hier zwei Elche, habe ich. Sage ich gleich was dazu nach der Intro. So, ihr Lieben, ja, also ich habe zwei so Elche, die sich mit diesem schönen Schal hier einwickeln in Filz, mit diesem Holzaufsteller. Ich bin ja immer so ein Fan von den Holzaufstellern. Die würde ich euch auch versenden. Das schreibe ich also diesen, genau, falls ihr fragt, 24,50 plus Porto, 7 Euro Porto für ein schönes Paket. Und die suchen auch noch ein Zuhause, die zwei Freunde. Und falls jemand von euch sagt, ach toll, die hätte ich gern, schreibt mir eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de. Und ansonsten kommen wir mal zum Hauptthema unseres Videos. Und ich bin mal wieder so ein Naturfan. Ich liebe Natur. Und deswegen habe ich dann also diesen wunderschönen, diese Birkenrinde getrocknet. Ja, erstmal richtig gut getrocknet, weil wenn die nicht trocken ist und dann fängt die an. Feuchtigkeit ist immer schlecht. Ja, also erstmal ganz, ganz, ganz trocken. Nicht jeder hat so eine tolle Birkenrinde von euch, aber man könnte das auch, also man kann auch eine andere Rinde nehmen oder man kann natürlich auch Birken, also diese Rindenstücke, ja, könnte man auch kleben. Aber ich war jetzt im stolzer Besitzer dieses tollen, dieses wunderschönen, dicken Birkenstücks und habe gesagt, da wird jetzt ein Adventsgesteck draus. Und das wollte ich euch unbedingt zeigen, weil das fand ich jetzt mega, mega toll. Ich brauche natürlich eine Basis und habe hier einfach eine große Dose genommen. Ob die jetzt grün gestrichen ist oder nicht, ich glaube, das ist fast egal. Aber ich habe beschlossen, diese Dose zu nehmen und ich habe die Dose, weil ich brauche auch wieder eine Basis für meine Kerzen. Ich habe diese Dose mit Trockensteckschaum gefüllt. Trockensteckschaum gibt es hier so schön. Moment, hol ich mal raus, gibt es in Ziegel. Trockensteckschaum, man sieht schon an meinem Vorratsschrank, der ist also deutlich fester, ja, und den kann man viel besser brauchen für Arbeiten ohne Wasser als den Nasssteckschaum, weil hier kann ich das mal anfassen, da kriege ich kaum eine Druckstelle rein und bin ja immer so für den Praxistest, wenn ich hier jetzt, zack, ist schon die Druckstelle drin, also der ist lang nicht so stabil, der soll ja auch nass gemacht werden und soll das Wasser an die Blumen abgeben. Aber so viel nur zum kleinen Vorratsschränkchen. Das machen wir jetzt wieder zu. Ja, und ich habe also diese Dose, habe mal so probiert und habe gedacht, oh, die wird hier super reinpassen. Habe die mit dem Steckschaum gefüllt. Und die sitzt eigentlich auch schon ganz gut. Und also man könnte auch alternativ die Dose, entweder man packt sie mit einem hellen Filz ein und klebt einfach Birkenstückchen drüber. Oder man nimmt wirklich, also man könnte auch ein bisschen gröbere Stückchen, auf Filz könnte man super Birkenrinde auch kleben. Und da würde ich tatsächlich den weißen Filz drunter machen. Weil auf Filz kleben ist einfach Bombe. Passend zum, nee, weiß, gell? Ja, weiß. Ja. So, also während dem Erklären ist mir eigentlich die Idee gekommen, dass auch ich, obwohl ich Moos habe, habe dann überlegt, ich möchte die Dose dann doch gern ein bisschen abkleben. Und habe dann überlegt, weiß oder in der Farbe. Aber wenn ich so ein Grün nehme, dann bin ich wieder so gebunden mit dem Farbton, mit meinem Grün, also was ich dazu nehme. Und ich fand einfach, dass es zu weiß viel schöner und edler aussieht. Und deswegen war der kurze Beschluss, Grün kommt weg. Ich dekoriere weiß. Ja, das heißt, ich nehme die Dose jetzt doch nochmal raus.
Filz lässt sich auch, selbst wenn ich jetzt ein Stück zu kurz abgeschnitten hätte, Filz lässt sich auch ganz gut ziehen. Das ist also ein, so ein wetterfestes, farbbeständiges, ja, so ein dankbares Material. Das funktioniert immer super mit Filz. So, und schon ist er drauf. Ja, also kommt meine Dose wieder in den Stamm rein. Und damit die Dose jetzt richtig schön fest drin ist, und also die würde jetzt von alleine eh nicht mehr so schnell rauskommen, möchte ich drahten, also nochmal Draht drumherum wickeln, damit ich gut anziehen kann und damit es richtig stabil ist, nehme ich nicht diesen dünnen, nicht diesen Basteldraht, sondern in diesem Fall den Wickeldraht auf der Holzspule. Und das ist jetzt also der Draht, der auch ein bisschen was aushält. Und da kann ich auch mal richtig ziehen, ja, richtig feste, und kann den dann so auf Zug miteinander verdrehen. Und ich finde auch dieses Silber ist natürlich auch ein sehr dekoratives Element. Das ist also da kann ich nachher auch noch ein paar Sternchen drum rumlaufen lassen. Aber einen silbernen, also wenn der Draht sichtbar ist, ist es ganz wichtig, immer einen schönen Draht zu nehmen. Und wenn der Draht nicht sichtbar ist, dann kann ich also den grünen Wickeldraht oder die ganz einfachen Drähte nehmen. Aber das ist so die wichtige Unterscheidung, wann sehe ich den. Ja? Und es ist jetzt, es glänzt auch so schön, das finde ich ganz toll, das schimmert wunderbar. Dann möchte ich gerne Stabkerzen drauf machen. Ich habe hier richtig schöne Stabkerzenhalter besorgt und auch sehr schöne Stabkerzen. Zur Birke natürlich in Weiß, selbstredend. Ja, so, vier Stabkerzen. Das Schöne ist natürlich, dass ich die auch immer dann ganz lässig austauschen kann. Und ich muss auf jeden Fall in meine Arbeit jetzt auch noch Natur mit reinbringen. Das heißt, hier habe ich auch wieder einen wilden Thymian genommen und wickel einmal so ganz so locker wirklich drüber und verschließe mal diesen Ring. Dann lege ich den jetzt einfach mal hier so locker drüber. Fixieren muss ich ihn natürlich auch. Dafür habe ich wieder Steckdrähte in Stücke geteilt. Nehme die Stücke, mache wieder ein U, ein Drahthäkchen und fixiere diese Stücke in meinem Trockensteckschaum. Dann, ich muss sagen, ich bin immer noch nach wie vor, ich bin völlig verliebt in meine bärige oder ja, in diese schöne Konifere. Und ich würde am liebsten die Konifere tatsächlich nur nehmen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich würde die tatsächlich am liebsten nehmen und tatsächlich nur so ein Kränzchen formen. Ich muss das natürlich erstmal biegen, ja, dass das Stück ein Kränzchen formen und dieses Kränzchen nur feststecken. Ja, dann mache ich mir eigentlich das Leben so leicht. Genau, das heißt, ich habe diesen Draht genommen, habe von innen gesteckt, weil wenn ich von außen stecke, dann wird er gleich wieder rausgezogen. Und jetzt brauche ich eigentlich auch wirklich noch Stückchen von meiner schönen Konifere, um das Ganze zu füllen. Arbeite wieder auch wie so gerne mit meinem Calocephalus. So, also hier gilt es jetzt zu beachten, dass man die Kerzen wirklich nicht zu nah voneinander sind, weil die würden sich sonst gegenseitig erwärmen. Und man kann die jetzt sehr schön mit den Kerzenhaltern, kann man die sehr schön positionieren in der Steckmasse. Und ich versuche auch wirklich,
Und dadurch, dass ich das so buschig gesteckt habe, ich versuche auch, dass ich das relativ weit außen jeweils stecke. Aber ich glaube, so, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Grundgedanke. Also nie zu nah aneinander. Und was ich jetzt auch mache, ist, ich mache die so, die vordere ist jetzt vielleicht ein Tick niedriger, also die müssen gar nicht so sklavisch alle auf einer Höhe sein, aber die Dochte müssen natürlich immer aufrecht sein. Das ist ganz wichtig. Und wenn sie nicht ganz gerade stehen, dann kann man auch jederzeit natürlich, kann man auch jederzeit mal korrigieren, weil in der Trockensteckmasse ist es auch kein Problem, nochmal einzustechen. Das ist überhaupt kein Thema. Ein Stern finde ich, ja, Sterne müssen eigentlich sein. Aber ich hole jetzt auch mal, ich hole mal eine weiße Kugel. Ja, ich würde auch mal eine weiße Kugel machen und ich würde auch gern ein bisschen was Abfließendes hier reinmachen, dass das, dass hier schon was Weihnachtliches da ist. So, also unser Dekolleté von unserem Birkenstamm, der wäre natürlich ein bisschen nackig, wenn wir da jetzt gar nichts machen würden. Und damit das nicht so ist, ja, mache ich jetzt noch mal eine Koniferenspitze, eine richtig schöne. So, also ich habe jetzt gerade beschlossen, dass Birke zu Birke sollte und habe eine weiche Koniferenspitze. Lass die noch mal hier schön über den Filz laufen, so ganz lässig. Klebe einfach einen Birkenstern und klebe damit die Konifere fest. Und dann habe ich noch eine richtig schöne Deko-Idee. Die zeige ich euch gleich. Die ist nämlich mit Bouillon-Draht, mit Kügelchen. So, also jetzt wird es nochmal weihnachtlicher. Weihnachtlich muss sein. Ich nehme also ein bisschen Kugel. Nehmen wir auf jeden Fall dazu. Und jetzt kommt noch so ein richtig schöner Trick, den ich euch zeigen möchte mit Bouillon-Draht. Das ist also dieser schöne Effektdraht, der sich so auseinanderziehen lässt. Die Auflösung kommt gleich. So, ich nehme einen Bouillon-Draht. Der reicht auch locker, weil der ist sehr, sehr, sehr ergiebig. Und schneide den in Stücke. Machen wir mal drei Stücke. So, die Auflösung folgt nämlich sofort. Nehme hübsche Kügelchen, Spiegelbeeren, diese kleinen Weihnachtskugeln nennen sich Spiegelbeeren. Ja. Mach einen Hauch Heißkleber in diese Spiegelbeere und mach einfach den Bouillon-Draht rein. Und dann, entweder ich stehe jetzt und warte, bis der Heißkleber kalt ist, oder ich lasse es jetzt einfach liegen. So, einfach hinlegen, erstmal vergessen und nichts machen. Und währenddessen, mein Kameramann hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Kerzen nicht gerade sind. Und das werden wir natürlich korrigieren. Wir nehmen Oasis Fix, ja, diese Floristen, ja, dieses Fixierungsmittel, dieses herrliche für Floristen. Und ich nehme einen kleinen Teil, mache den in den Händen richtig warm. Und helfe meiner Kerze auf die Sprünge, mach dieses Kügelchen, drückt das hier in die Kerze rein, mach die Kerze in meinen Stabkerzenhalter. So, und jetzt ist sie fest. So, mach das auch wieder auf die Kerze drauf. Schön warm machen zuvor. Warme Hände sind sehr zuträglich, um Kerzen zu fixieren und um das Oasis so festzumachen. So, und jetzt ist alles. Okay, und jetzt ist alles fest. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Bouillon-Draht. Jetzt ist nämlich diese, ja, und hier kann ich jetzt den Bouillon-Draht, der ist so dehnbar. Sieht man das im Video? Bestimmt, okay, der ist so dehnbar. Und diese Kügelchen, die kann ich jetzt so ganz lässig, locker am Grün hängen lassen und wickel einfach meinen Bouillon-Draht. Wickel den hier einfach fest oder kann den sogar noch als mit so ein bisschen Effekt durch um mein Grün laufen lassen und habe dann dadurch jetzt so,
Das ist so schön, weil die so schaukeln, ja, habe dann ganz auf lässige Art und Weise diese Kügelchen hier fixiert und habe dann auch noch eine schöne Deko, die einfach toll aussieht und sehr dekorativ ist und um diesen Ausschnitt ja weihnachtlich zu gestalten. Und ich glaube, drei so Kügelchen reichen auch schon. Das ist dann eine ganz tolle, eine ganz stimmungsvolle Dekoration. Und schön ist ja auch, wahrscheinlich sitzt man dann am Tisch und schaukelt mal die Kügelchen, weil das so lustig ist. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr süß. So, und dann die weitere Deko oder ob man hier noch ein bisschen Bouillon-Draht reinmacht oder die weitere Deko. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, die bleibt jedem selber überlassen. Aber witzig ist ja wirklich also ein Holzstamm oder Holzrinden zu einem Adventsgesteck zu gestalten. Das ist eigentlich die Grundidee, die ich damit übermitteln wollte. Und ich glaube, keiner hätte gedacht, dass dieses Holz so weihnachtlich werden wird, wie es jetzt ist. Und ich finde auch in Weiß, finde ich Weiß zu Birke sensationell. Oder ein dunkler Birkenstamm mit roten Stabkerzen. Weil es gibt ja viele Rotfans unter euch, schreibt ja immer wieder. Auf jeden Fall war das jetzt heute meine Adventsidee. Und das ist jetzt ein Adventsgesteck der ganz anderen Art. Und ist auch sehr platzsparend. Ja, ist auch wirklich nur eine ganz, nicht jeder hat so viel Platz auf dem Tisch. Und es ist also dann doch eine ganz andere, aparte Idee. Und ich hoffe, die Entscheidung wird euch jetzt richtig schwer gemacht, was ihr dieses Jahr macht. Ich mache es euch gern immer schwerer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euer Votum. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.